Schön. Dann vielen Dank für das warme Willkommen. Ich hoffe, das wird jetzt gleich aufhören zu kratzen. Soll ich noch einen Augenblick testen, damit das nicht passiert? Anguck und Karten, mein Albtraum wird wahr. Jetzt hat mal jemand eine dritte Hand für mich. Okay, kriegen wir schon hin. Also, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für das warme Willkommen und für den Applaus, obwohl ich ja noch gar nichts gesagt habe, aber ein bisschen Druck im Vorfeld kann ja nicht schaden. Ja. Also, ich fange einfach mal direkt mit meinem neuen Amt an. Anfang August hatte ich sozusagen meine allererste offizielle Aufgabe. Und das war eine schöne Aufgabe. Da ging mal wieder was vor im Joomla-Land, von dem ich in meinem kleinen Wolkenkuckucksheim in Frankfurt mal wieder gar nichts mitbekommen hatte. Da waren nämlich die Web Programming Weeks von der THM in Gießen. Und von denen hatte ich vorher noch gar nichts gehört, bis der Marc Wiedmann zu mir gekommen ist und mir ins Ohr geflüstert hat, pass mal auf, das ist ziemlich interessant, geh doch da mal hin. Und dann wurde ich eingeladen zum Abschlusstag dieser THM Gießen. Die Web Programming Weeks, was war das denn? Das sind 14 Tage, bei denen Studentinnen und Studenten dieser Technischen Hochschule 14 Tage ihrer Semesterferien opfern, um für und mit Joomla zu arbeiten. Wow! Und am Ende gibt es dann einen Abschlusstag, bei dem die Studentinnen und Studenten ihre Ergebnisse präsentieren und auf welche Schwierigkeiten sie gestoßen sind. Und ich hatte jetzt eben das große Vergnügen, den Dank der Community zu überbringen. Ich habe aber nicht nur was gebracht, sondern ich habe auch was mitgenommen für mich selbst. Und zwar die schöne Erkenntnis, dass da junge Menschen sind aus verschiedenen Ländern, die begeistert von Joomla sind und gerne mit Joomla arbeiten. Und solange junge Menschen begeistert mit der Software arbeiten, so lange hat Joomla eine Zukunft. So einfach ist das. Und das waren tolle Beispiele bei der Abschlusspräsentation. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte, da hat ein Student erzählt, dass er einen kompletten Tag gebraucht hat, um eine einzige Zeile Core zu fixen. Ein Tag für eine ganze Zeile. So ist es manchmal im Leben. Es gibt nicht immer nur die Überholspur und Vollgas. Manchmal braucht es einfach Geduld, Ausdauer und Sitzfleisch, um zum guten Ergebnis zu kommen. Das war Gießen. Heute ist Joomla Day in Nürnberg 2018. Treffen der Joomla User Groups Deutschland, ja, viele Bekannte, Freunde aus angrenzenden Ländern und sogar manchmal Besuch von anderen Kontinenten. Familientreffen, das ist so ein Begriff, der immer mal wieder aufkommt auf dem Joomla Day. Viele, viele bekannte Gesichter. Aber in dem Jahr, gestern schon, auch heute wieder, wir haben es gerade gesehen, viele, viele neue Gesichter. Neue Joomler, die sich für das Thema interessieren. Die hier vielleicht noch nicht jeden kennen und wo vielleicht auch noch so ein bisschen kleine Berührungsangst herrscht. In dem Zusammenhang erinnere ich mich gern an meinen allerersten Joomla Day. Das war 2011, das war in Hamburg. Ich saß alleine im Publikum, weil ich niemanden kannte. Und ich erinnere mich noch, das war damals Robert Deutz, ich weiß nicht, ob er da ist, stand auf der Bühne und hat irgendwas erzählt von der Struktur auf Joomla.org. Joomla.org, das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Ja. 2011 gab es gefühlt Joomla-Hilfeseiten und Foren wie Sand am Meer. Und ich hatte überhaupt keinen Plan, was da offiziell war oder was da nicht offiziell war. Und das war mir auch völlig egal, warum auch. Wichtig ist doch, dass ich irgendwo Hilfe gefunden hatte oder Hilfe finden konnte. Und Hilfe zu finden, das war gar nicht so einfach. Also zum einen musst du als Beginner, als Anfänger ja erstmal in der Lage sein, ein Problem so zu beschreiben,
dass derjenige, der dir helfen will, überhaupt versteht, was dein Problem ist. Und so habe ich des Öfteren in einem Forum folgende Antwort auf meine Frage gefunden. UTFS! UTFS! Da musste ich erstmal googeln, was das überhaupt bedeutet. Kannte ich nicht. Ja. Wobei 2011 war da überhaupt noch Google schon der heiße Scheiß oder war das noch Yahoo.com oder Web.de oder Lycos, diese Suchmaschine mit diesem schwarzen Hund. Wer erinnert sich da noch an Lycos? Kann sich ja noch jemand dran erinnern? Da gab es sogar Fernsehwerbung dafür. Ja? Schottische Burg, Dudelsackspieler, Wind kam, die Unterwäsche hat gefehlt und dann hat er diesen Hund losgeschickt, der hat ihm dann die Unterwäsche gebracht. Fernsehwerbung für eine Suchmaschine. Das war das Jahr 2011. Verrückte Zeiten. UTFS. Use the fucking search engine. Was in der Übersetzung so viel bedeutet wie, es wäre außerordentlich zuvorkommend, wenn du vor Ausformulierung deiner Frage im Forum kurz die Suche bemühen würdest, denn unverhofft oft ist das Problem bereits bekannt und an anderer Stelle ausführlich beschrieben. Vielen Dank, deine Community. UTFS! Ja, da weht manchmal ein raues Lüftchen in so einer Community. Und es ist ja auch verständlich. Das Phänomen, was uns hier begegnet, heißt verschiedene Perspektiven. Auf der einen Seite der Profi, der möglicherweise wirklich alles weiß, alles schon gesehen hat und alle Antworten kennt. Auf der anderen Seite der Anfänger, der sich vorsichtig durch den Informationsdschungel vorantastet. Und ich erinnere mich damals, als ich Anfänger war, ich hatte halt auch einfach so ein Kommunikationsbedürfnis. Ich fand das cool. Außerdem war ich der Überzeugung, dass die Lösung für meine Antwort noch nicht gefunden ist und die Lösung des Projekt Joomla um Meilen nach vorne katapultieren würde. Was natürlich nie der Fall war. Aber ich dachte das halt. Verschiedene Perspektiven. Anfänger, Profi. Konstruktive Kommunikation. Das ist eins der größten Herausforderungen in so einer großen Community. Konstruktive Kommunikation. Machen wir doch mal einen Test über die verschiedenen Perspektiven. Machen wir mal eine Umfrage mit euch. Wer von euch würde denn sagen, dass Joomla eine browserbasierte Software ist? Gerne mal melden, die der Meinung sind, dass Joomla eine browserbasierte Software ist. Niemand? Bin ich falsch? Ich habe das immer gedacht, aber vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Was sagt denn das Zertifizierungsteam? Ist das eine falsche Aussage? Also ich hätte es gesagt, aber wir können da nachher nochmal drüber diskutieren. Möglicherweise sollte ich dann doch mal ins Zertifizierungsprogramm kommen. Wer würde denn sagen, dass Joomla ein Open-Source-System ist zum Erstellen und Verwalten von Webseiten? Ah, da haben wir schon ein eindeutigeres Ergebnis, Gott sei Dank. Wer würde denn sagen, dass Joomla ein Businessmodell ist für Agenturen und Selbstständige? Ja. Wer würde denn sagen, dass es ein Marktplatz ist für Entwickler und Designer, um Komponenten, Templates, Module zu verkaufen? Ja. Wer würde sagen, dass Joomla ein Hobby ist? Wer würde sagen, dass Joomla eine Community ist? Wer würde sagen, dass Joomla eine weltweite Verbindung ist über Kontinente und Sprachgrenzen hinaus? Ja. Also über den ersten Punkt sprechen wir nochmal. Aber man sieht schon, es gibt einfach nicht eine einzige Antwort. Und je nachdem, aus welcher eigenen Perspektive wir auf das Projekt Joomla blicken, je nachdem treffen diese Aussagen mehr oder weniger auf uns selbst zu. Verschiedene Perspektiven. Da haben wir die Perspektive der Community. Freiwillige, die einen Teil ihrer Freizeit opfern für das Projekt. Die testen, die reporten, die dokumentieren. Die machen das System sicherer, die lassen es besser aussehen. Featuren Funktionen. Freiwillige. Das ist doch ein Begriff, der gehört schon fast in eine andere Zeit rein.
Freiwilligkeit, das bedeutet, jeder gibt ein bisschen was. Das ist ein großartiges Konzept, auf das wir verdammt stolz sein können. Aber es bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Zum einen ist nicht jeder in der Lage, was zu geben. Zum anderen hat nicht jeder immer Zeit. Und wir leben in einer Welt, wo Zeit ein immer knapperes Gut wird. Ja, wir alle müssen unseren Kühlschrank füllen, die Kinder vom Kindergarten abholen, Kundenprojekte. Am Ende will man vielleicht sogar noch ein bisschen Freizeit haben. Verrückte Idee. Ja. Freiwilligkeit. Aus dem Grund wird auch des Öfteren in der Community immer mal diskutiert, ob gewisse Schlüsselpositionen entlohnt werden sollen, um den Laden am Laufen zu halten. Das widerspricht natürlich dem Konzept der Freiwilligkeit. Und das wird natürlich lebhaft diskutiert in so einer Community. Und das ist auch gut so, weil solche Änderungen, da sollen alle Pros und Cons sorgfältig besprochen und bedacht werden. Am Ende alle wirklich gerecht werden zu wollen, das ist ein sehr ehrbares, aber ein schlicht unmögliches Ziel. Und selbst wenn wir Positionen bezahlen würden, könnten wir auf die vielen Schultern der Freiwilligen trotzdem nicht verzichten. Das ist ganz klar. Umso wichtiger ist es, neue Helfer, neue begeisterte Joomla in der Community willkommen zu heißen. Es ist unser Job als Leader, euch abzuholen, anzuleiten, euch einzuarbeiten. Und natürlich braucht es am Anfang Zeit. Natürlich dauert es am Anfang länger, wenn ich jemand Neuem erzähle, was er zu tun und zu lassen hat. Ja? Beim ersten Mal dauert es noch länger. Vielleicht dauert es auch beim zweiten Mal noch länger. Aber beim dritten, vierten, fünften Mal? Und wenn Neue Fehler machen, wunderbar! Aus Fehler können die lernen. Aus Fehler werden die besser. Und wenn die besser werden, dann bedeutet das auch, dass die in Zukunft das Projekt verbessern können. Fehler sind geil. Das ist kein Grund, jemanden den Kopf abzureißen. Konstruktive Kommunikation. Das ist unsere größte Herausforderung. Das war auch so ein Takeaway von meiner Geschichte vom Anfang von der THM Gießen. Die Studentinnen und Studenten, die waren begeistert, dass sie nach so kurzer Zeit mit namhaften Entwicklern aus der Joomla-Community über Git in Kontakt waren. Da waren die richtig stolz drauf. Aber es gab auch ein bisschen Irritation. UTFS! Ja? Das ist leider manchmal ein bisschen ein rauer Ton und nicht jeder steckt das so einfach weg. Und der eine oder andere, der verschwindet dann auch wieder, weil er denkt, da hat er keinen Bock drauf. Und das ist dann halt sehr, sehr schade. Und da haben wir wieder das Problem dieser verschiedenen Perspektiven. Und in Joomla bedeutet das ja auch noch, weil wir von einer weltweiten Community sprechen, verschiedene Sprachen, verschiedene Kontinente und verschiedene Kulturen, die da teilweise digital aufeinanderprasseln. Das ist alles nicht so einfach. Aber gerade weil wir weltweit sind, gerade weil sich die Community einmal rund um den Planeten zieht, dürfen wir verdammt stolz auf uns sein. Joomla, das gibt es seit über 10 Jahren auf einem digitalen Markt, der sich ständig verändert und der immer schneller und schneller und schneller und schneller wird. Und wir müssen uns anpassen. Ich habe, erzähle ich gleich. Erstmal eine Frage, gibt es ein paar Designer hier im Raum? Die Designer mal melden. Ja, Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Schön. Wer von euch hat denn noch mit Tabellenlayout Webseiten designt? Ah, sind ein paar da, sehr schön. Die guten alten Zeiten, ja, ja. Ich hab ursprünglich mal Verlagskaufmann gelernt. Und in meiner Zeit als Verlagskaufmann bin ich während meiner Ausbildung mit dem einen oder anderen altgedienten Drucker zusammengekommen. So ein Drucker, wenn der dich mag, dann nimmt er dich mit und zeigt dir mal die alte Welt, ja, die alten Werkzeuge. Und dann haben die mit so einem Nostalgieglanz in den Augen, haben sie mir Winkelhaken gezeigt und Bleisatzlettern. Das sind Werkzeuge, mit denen hat man früher für das sogenannte Hochdruckverfahren die Tageszeitung hergestellt. Und dann hat er mir begeistert erzählt, dass er damit noch gearbeitet hat. Hochdruckverfahren wurde dann irgendwann abgelöst vom Offsetverfahren, wurde dann irgendwann abgelöst vom sogenannten CTP-Verfahren, also Computer to Plate, also digital. Es wandelt sich alles und immer. Und heute, wenn ich mit
einer jungen Designerin oder einem jungen Designer spreche, dann fühle ich mich fast so ein bisschen wie dieser Drucker damals, wenn ich erzähle, dass ich noch mit Tabellenlayout gearbeitet habe. Boah, was? Echt cool. Oh. Irgendwann bin ich mal ein Großvater, habe so einen weißen Bart, sitze im Schaukelstuhl. Mein Enkel guckt so zu mir hoch und sagt so, Opa, was ist denn Tabellenlayout? Und dann lege ich so väterlich meine Hand auf seinen Kopf und sage zu ihm, UTFS! Tja, so ist das. Die Welt wandelt sich, es wird immer schneller. Und wenn wir die Analogie zu dem Verlagskaufmann nochmal nehmen, Hochdruckverfahren gab es bis Mitte der 60er Jahre, wurde abgelöst vom Offset-Verfahren, das hielt sich bis in die 90er Jahre rein, bis dann das CTP kommt, was definitiv irgendwann verschwunden sein wird, weil wir alles nur noch digital auf irgendwelchen Tablets uns angucken. Da reden wir aber von einem Zeitraum von 35 Jahren. Tabellenlayout gab es bis Anfang, Mitte der 2000er. Dann kam CSS, dann kam Responsive, dann kam dieses, dann kam jenes. Es wurde immer komplexer und immer schneller. Früher war ein Webdesigner doch einfach nur ein Webdesigner. Der hat Webseiten designt. Heute ist ein Webdesigner ein Consultant, ein Planer, ein UX-Spezialist, ein Datenanalyst, ein Systemadministrator, ein Grafiker, ein Suchmaschinenexperte, ein Hosting-Fachmann und er muss ein halber Jurist sein, weil er immer mit einem Bein im Knast steht. Ganz toll. Und für einige wird das zu viel, zu schnell, zu komplex. Denen sei gesagt, konzentriert euch auf das, was euch Spaß macht, wo ihr euch wohlfühlt, was euer Fachgebiet ist. Lagert die Sachen, die euch nicht so liegen, an diejenigen aus, die dort stark sind. Bildet Gemeinschaften. Joomla kommt übrigens aus dem Suaheli und bedeutet übersetzt Gemeinschaft. Warum haben wir eigentlich so viele Einzelkämpfer in der Branche, wenn wir doch Gemeinschaft sind? Bildet Allianzen. Sind wir doch mal ehrlich, der kleine private Sportverein da draußen oder der Blumenladen um die Ecke, die müssen nicht mehr zwingend mit Joomla arbeiten. Die haben mittlerweile auch andere Werkzeuge, die für sie funktionieren. Wir müssen mit Joomla den geilen Scheiß machen. Wir müssen komplexe Probleme lösen. Und da draußen gibt es immer noch einen Haufen Firmenwebsites, die auf Joomla laufen. Und diese Firmen, die wollen auch bei Joomla bleiben. Die mögen Joomla. Die haben da schon viel Zeit und Geld investiert und Know-how aufgebaut. Die wollen auch gar nicht weg von Joomla. Aber die wollen jemanden, der sie an die Hand nimmt, ihre Probleme löst und der sie berät und der für sie da ist. Und wenn sie den nicht finden, dann gehen sie zu einer anderen Agentur und die Agentur sagt, nein, mit Joomla arbeiten wir nicht. Aber wir haben hier das geile, fancy, clicky, bunti Scheiß-CMS. Das ist genau das Richtige für sie. Und dann haben wir diesen Kunden verloren. Dann ist der weg für uns, für unseren Markt, weil wir nicht da waren. Das können wir uns leider nicht mehr leisten. Wir müssen wieder progressiv nach vorne gehen und müssen diese Leute abholen und müssen diesen Markt wieder zurückgewinnen für uns. Und liebe Agenturen, da sind wir beim Blickwinkel der Agenturen und der Perspektiven der Agenturen. Der Markt ist da. Warum holt ihr euch denn nicht die Kohle, die da förmlich auf der Straße liegt? Baut doch wieder Inhouse-Kompetenz auf und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann holt euch von außen Kompetenz. Der Raum hier ist voller Kompetenz. Bildet Allianzen, Win-Win-Situation. Und da sind wir bei der Perspektive des Kunden, denn eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation. Dann geht der Kunde zu einer anderen Agentur, kriegt er vielleicht was, was er überhaupt nicht gebraucht hat oder gewollt hat. So kriegt der Joomla eine schöne Website, eine gute Präsentation seiner Dienstleistungen oder sein Warenangebot. Er ist glücklich, seine Kunden sind glücklich. Alle sind glücklich, wunderbar, schöne neue Welt. Am Ende würde ich gerne noch einen bisschen idealistischen Blick auf Joomla, eine idealistische Perspektive werfen. Joomla, das bedeutet auch eine kostenlose Software, übersetzt in über 60 Sprachen. Kostenlose Software, das bedeutet aber auch eine kostenlose Stimme. Und da denke ich jetzt mal auch an diese vielen gescholtenen kleinen Vereinswebsites, die es überall da draußen gibt, denn auch die machen viel Spaß. Die haben eine kostenlose Website wegen Joomla, wegen unserer Arbeit. Tierheim hier in Nürnberg vielleicht, Brunnenbauprojekt in Afrika, Naturschutz
Initiative in Südamerika, Schulwebsite in Asien. Und so hilft Joomla auch dabei, die Welt vielleicht ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Und somit sind wir auch Teil eines bisschen Größeren. Und auch darauf können wir ein bisschen stolz sein. Jetzt habe ich ganz vergessen, am Anfang mich vorzustellen, wer ich bin und was ich überhaupt so mache. UTFS, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe eine Sache gelernt, auch obwohl dieser Witz jetzt kam, aber man muss die Gelegenheit immer bieten, Marketing für sich selbst zu machen. Das habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal geschafft, dran zu denken. Es gibt von mir einen Audio-Podcast, der ist kostenlos, Heldenstunde, den möchte ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr euch ein bisschen zum Thema Gesundheit und Bewusstsein interessiert. Da geht es um einen achtsamen Umgang mit uns selbst, mit unserem Geist und auch mit unserem Planeten. Das ist gerade für die Digitalbranche eine schöne Sache. Einfach bei Google Heldenstunde eingeben, kostenlos hören, würde ich mich sehr, sehr freuen. Braucht noch ein paar Abonnenten. Dann gibt es in meiner Agentur eFusion Frankfurt die Möglichkeit, mit mir als Designer zusammenzuarbeiten. Freue ich mich natürlich auch über Aufträge. Und jetzt mittlerweile bin ich auch Dozent bei Udemy, habe dort einen Kurs über ein Webdesign und Printdesign, Corporate Design Projekt, beleuchtet das alles von allen Seiten. Läuft sehr, sehr schön, der Kurs. Und da habe ich für euch einen Code hier, JD-18, kriegt ihr den für 9,90 Euro, glaube ich. Gilt allerdings nur heute bis 0 Uhr. Einfach bei Udemy Alexander Metzler eingeben, dann findet ihr den Kurs mit dem Code heute für 9,90 Euro bis heute Nacht 12 Uhr, glaube ich. So viel zum Thema Marketing. Ganz herzlichen Dank und noch viel Spaß auf dem Joomla Day. Und wie der David schon gesagt hat, ich bin auch da. Mich bitte anlabern. Joomla T-Shirt heute extra angezogen. Wenn ihr euch für OSM, für den Verein, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie funktioniert das denn überhaupt mit den Hintergrundinformationen, was passiert da im Hintergrund von Joomla und so weiter, stehe ich euch natürlich auch gern zur Verfügung. Einen schönen Tag noch, ganz lieben Dank.